Ja, jetzt möchte ich gerne Hans Hoffer bitten und auch noch vorweg schicken, Arno Böhler und ich verdanken Hans Hoffer die Idee des Wittgenstein-Hauses. Wir saßen im Café Engländer und haben überlegt, wo wir denn hier stimmigerweise dieses Projekt Generating Bodies, korporale Performance, ansiedeln könnten. Es ist ja das Haus, der Korpus, das Thema. Und da hat Hans die wunderbare Idee gehabt, wo nicht anders, als wo ein Philosoph einen Korpus gebaut hat. Bitte, Hans. Ich weiß nicht, ob Philosophen gute Schüler sind. Nicht? Ich bin ja Künstler und ich war ein sehr schlechter Schüler. Und ich musste sehr oft die Schule wechseln. Unter anderem war ich hier gegenüber in der Schule. Und da die Schule mich immer unendlich gelangweilt hat, habe ich durch das Fenster dieses Haus gesehen. Und das Haus hat mich viel mehr fasziniert wie die Experimente im Physiksaal. Wir machen ja jetzt seit fast 10 Jahren, würde ich sagen, Philosophie on Stage. Und wir hatten sehr besondere Orte. Wir waren im Theseus-Tempel, wir waren im Schönbrunner Schlosstheater, wir waren im Kosmos-Theater und so weiter. Und diesmal eben dieses Haus, wo es eigentlich naheliegend ist, hier über Philosophie zu sprechen und nicht nur zu sprechen, sondern auch zu agieren. Ich möchte hier Wittgenstein zu Wort kommen lassen aus den Bemerkungen von 1931. Er sagt, die Arbeit an der Philosophie ist, wie vielfach die Arbeit in der Architektur, eigentlich mehr die Arbeit an sich selbst, an der eigenen Auffassung, daran, wie man die Dinge sieht und was man von ihnen verlangt. Da steckt sehr viel für mich drin und es war mit dieses Zitat, diese Aussage ein Anlass, dieses Haus vorzuschlagen. Das Selbstverständnis von Wittgenstein zu dieser Zeit war das eines Architekten. Er hat auch die Pläne mit Architekt unterzeichnet. Seine Schwester Margret war sehr entzückt von der Idee, Paul Engelsmanns, einen Losschüler, ihren Bruder Ludwig in die Planung des Stadthauses einzubeziehen. Die Gedanken, Erratspiele unter Geschwistern fanden auf diese Weise eine faszinierende Fortsetzung und Ludwig Wittgenstein gab mehrmals deutlich zu erkennen, dass die Art der des öfteren wechselnden Einrichtungen durch Margret als kulturhistorische Collage ihm sehr gefalle und dem Charakter des von ihm geschaffenen Hauses entsprach. Ich fordere sicher den Trommler heraus. Ja. Nun, was war der Plan? Das Konzept, um mit diesen Räumen umzugehen, wäre es nicht konsequent, auf jegliche Einrichtung zu verzichten und damit das reine Maß und Bauwerk des Philo-Architekten freizulegen und in seinem Sinne zu präsentieren? Nein, da auch Wittgenstein selbst erwiesenermaßen dieses Haus als eine Art Lebensbühne für seine Schwester und deren großbürgerliche Lebensweise ausgedacht hat. Er genoss die vielfältige, oftmals wechselnde Einrichtung der einzelnen Räume und deren Nutzung. Ich denke daher, in diesen leeren Räumen musste man eine Art von Interieur anstelle des gewesenen, durch die Geschichte ausgelöschten Mobiliars ein unscharfes Bild zu schaffen aus den wenigen überlieferten Abbildern der Einrichtung und des Lebens in diesem Haus. Dazu noch ein Satz von Ludwig Wittgenstein über die Unschärfe. Ist eine unscharfe Fotografie überhaupt ein Bild des Menschen? Ja. Kann man ein unscharfes Bild immer mit Vorteil durch ein scharfes ersetzen? Ist das Unscharfe nicht oft gerade das, was wir brauchen? Jede Einrichtung ist ja letztlich eine Interpretation auf Zeit der bestehenden Architektur. Diese Szenerie besteht nicht aus sich selbst, sondern wird erst sinnvoll und komplett durch die Benutzung, die Bewohner, die Besucher in unserem Fall. Die Benutzung hinterfragt oder bestätigt die Aufstellung und Eignung. Die Besucher nehmen quasi den Platz der Bewohner ein. Es geschieht ein Ausloten von Raum und Dimension und Spannung oder Harmonisierung innerhalb der Kurve. Der Kuppertur führen möglicherweise zu Veränderungen. Nun, Interieur Philosophique, dieses Raumprojekt, beschäftigt sich in besonderer Weise mit dem Haus Wittgenstein und seiner Einrichtung.
Ausgehend von Fotos, Skizzen und Plänen werden die einzelnen Räume durchdrungen und an die Stelle ursprünglicher Möblierung und deren Funktion, Objekte bzw. Installationen gesetzt. Beginnend im Außenraum thront die Eingangsfigur einem Weltenrichter ähnlich auf 4 Meter hoher Stele, Fakir und Säulenheiliger zugleich. Ein scheinbar entrückter Denker, der in seiner maximalen räumlichen Ausdehnung Leonardos vermessene Menschen zitiert. Rost zerfressen wie das Fundstück einer längst vergangenen, weit zurückliegenden Zivilisation oder Kultur, ragt diese Skulptur in den Himmel. Ins Haus tretend folgt man Wittgensteins tempelartig angelegten Vorräumen und trifft an der Stirnwand der Halle auf eine zweite Skulptur, anstelle der ursprünglichen antiken Figur, die ebenfalls verrottend, rostig flankiert von den Worten Corpus Delicti eine Empfangserlösergeste in den Raum setzt. Linker Hand geht es durch eine doppelte Glasstahltüre in das ehemalige Speisezimmer des Hauses. Hier ist lediglich die Kontur des ovalen Speisetisches mit eisernem Stift nachgezeichnet und als Skulptur eingeschrieben. Eine Videoarbeit zeigt den subjektiven Blick essender Menschen. Leuchtende Zeichen an der Wand fließen quasi aus der Geschichte der Philosophie, als diese noch in einer anderen Weise in der Nähe des menschlichen Lebens entstand, ohne Scheu vor Berührung. Ein Text aus dem Symposium von Platon. Die Installation im ehemaligen Schlafsalon der Hausherrin nimmt die ursprünglich existierende Raumteilung auf. Getrennt durch einen Schleier richtet sich der Blick auf die radikalste und endgültigste Form des Schlafes, den Tod. Ein Obduktionstisch gefüllt mit Wasser, wie wir wissen, besteht der menschliche Körper hauptsächlich aus diesem, bildet das Zentrum. Blaues Licht, ein Paddel, das nach beiden Seiten auszuschlagen droht, auszuschlagen vermag, Leben und oder Tod. Ein messerartiges Objekt, das verletzt und heilt. Davor eine scheinbar sinnlose Anhäufung von Stühlen in einer merkwürdigen Anordnung zueinander. Wie Regiesessel tragen sie Namen bekannter Philosophen, die sich mit dem Körper auseinandergesetzt haben. Heidegger, Nietzsche, Deleuze, Derrida oder auch Nancy. Eine artifizielle Gesellschaft gesicherten Wissens und Fragens. Seitlich an der Wand ein sehr hoher, schmaler Stuhl, der schon lange auf einen neuen Denker und Namen zu warten scheint. Das Besuchertheater in den ehemaligen Gesellschaftsräumen erhält eine Entsprechung in der wechselnden Inszenierung der Theaterbesucher im Saal, wo wir uns jetzt befinden. Und hier komme ich schon ans Ende. Dieser Saal, dieser Theatersaal im Untergeschoss, auch er hat eine wechselnde Einrichtung. Also wir haben 3 Tage und an diesen 3 Tagen erlauben wir uns 3 verschiedene Perspektiven auf die performativen Ereignisse der einzelnen Philosophen den Besucher zu geben. Ich wünsche toi 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 auf dieser großartigen Bühne in diesem wunderbaren Haus. Dankeschön, lieber Hans. Ich muss kurz berichten aus einer kleinen Rücksprache mit dem Wächtrommler. Der hat mir gerade zugeflüstert vorhin, der hat gesagt, er hat unlängst von Jean-François Lyotard einen Aufsatz gelesen, was ist postmodern? Und da hat er den sehr schönen Satz gefunden, dass im Tun, also der Künstler wäre der Philosoph wäre in der Lage, wie ein Künstler, er muss sich im Tun erst die Regel finden. Also die Zeit war zwar überschritten, hat er gesagt, aber wir haben so viel Zeit im Petto und außerdem muss man die Regel brechen. Das war das eine. Aber dann hat er noch ganz leise hinzugefügt, er hatte ein bisschen Angst, weil er vorher gehört hat, dass von so einem kleinen Bechtrommler sich Konrad Kollismann nicht unterbrechen will und jetzt war er ein bisschen zaghaft geworden. So, soweit zu diesem Sidestep.